Jo moin Leute, hier ist der Wammel, ich kann euch begrüßen zum nächsten Gameplay-Commentary auf dem Hoverknall-Kanal. Ja, ich bin nicht alleine, der Hover-Örtli ist auch noch da. Jo, servus Jungs. Wir begrüßen euch heute zur ersten Folge von Die Besten Witze. Wir werden euch halt immer, also die Folge wird halt öfters weitergeführt, halt in jeder Folge werden wir euch 20 Witze erzählen. Wir haben ein bestimmtes Thema, diesmal sind Frauenwitze dran. Und ja, ich will mich noch entschuldigen dafür, dass in letzter Zeit so wenig Videos kamen, also gar keine Videos kamen. Das liegt daran, dass in unserem Clan bestimmte Probleme gab und deswegen hatte halt keiner Lust auf ein Video. Aber jetzt wollen wir wieder durchstarten und fangen jetzt mit dieser Serie an. Also örtlich fangen wir an mit den Witzen. Was ist die Steigerung von Frauenpower? Kinderwahnsinn. Was ist der Unterschied zwischen einem Nilpferd und einer Frau? Das eine hat einen fetten Arsch und ein großes Maul und das andere lebt im Wasser. Was machen Frauen im Raumschiff? Putzen. Was ist eine Frau mit zwei Gehirnzellen? Schwanger. Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einer Bowlingkugel? Keine Bowlingkugel kann man mit zwei Fingern einstecken. Was ist eine Frau, die mit einem Mädchen schwanger ist? Ein komplettes Putz. Was ist blau und läuft immer zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her? Jeder kann seine Frau anmalen, wie er will. 99% aller Autounfälle sind Männer schuld, weil sie der Frau den Autoschlüssel gegeben haben. Was ist der Unterschied zwischen einer intelligenten Frau und Yeti? Yeti hat man schon mal gesehen. In den Neger brauchen um ein Zimmer zu putzen. Gar kein Lust, Frauenarbeit. Männer bevorzugen die einfachen Dinge im Leben. Frauen. Oh mein Gott. Kann man mit einem Tampon schreiben? In der Regel schon. Das Intelligenteste an einer Frau ist ihr Weisheitszahn. Oh mein Gott. Verstehe ich. Warum können Frauen nicht hübsch und gleichzeitig intelligent sein? Dann wären sie ja Männer. Gott gab um Menschenintelligenz. Ausnahmen bekamen die Regeln. Wie heißt das Fettgewebe um die Vagina? Frau. Warum haben Frauen so kleine Hände? Damit sie besser in den Ecken putzen können. Und warum haben sie so kleine Füße, damit sie näher am Herd stehen können? Warum sagt man nicht dumme Frau? Man sagt ja auch nicht tote Leiche. Okay, hast du noch einen? Nein, ich glaube, das waren jetzt die 20 Witze. Okay. So, ich würde behaupten, bewerten und kommentieren nicht vergessen, wenn euch die Serie gefällt, also... Wir werden uns dann auf jeden Fall noch ein neues Thema für die nächste Serie überlegen. Und ja, das war's dann von mir. Haut rein. Haut rein auch von mir.